sanfte Grüße, wir spielen eine Runde Diablo 2 Resurrected. Wie ihr seht, ist meine Zauberin halt Madison schon Stufe 14 halt. Wir stehen halt kurz vor Andariel. Aber bevor wir Andariel kalt machen, gehen wir auch nochmal zur Gräfin, um dort noch ein paar Runen halt einzusacken. Ich hoffe mal jetzt, dass der Spielsound nicht zu laut ist. Na komm, passiert hier was? Achso, muss ja meinen Controller aktivieren. Weil wir hatten ja gerade halt eine kurze... Ja, das Piepen war etwas laut gewesen, aber ja. So. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal zur Gräfin nach Schwarzmoor. In den Turm. Müssen wir mal hoffen, dass wir den Turm natürlich irgendwo hier in der Nähe haben. Natürlich nicht. Heißt natürlich wieder suchen. So, nicht wundern, ich bin halt wieder von der Stimme immer noch nicht halt up to date. Von der Erkältung ist noch nicht ganz ausgerührt, deswegen halt werde ich nicht sehr viel reden. Bleibt dieser Druide drin, ey. Es darf echt nicht wahr sein, wenn du mal den Turm haben willst, ist er nicht da halt. Besten ist dabei hier immer die Schamanenkeit zu machen, damit die halt nicht die ganzen Leute wiederbeleben halt. Aber trotzdem, wo ist dieser in Anführungszeichen doofe Turm? Ach, hier ist er ja. Verschlossen. Oh, was könnte ich aber. Ohne eine gelbe Waffe, aber das bringt mir nichts, ist eine Badike halt wieder. Als Magier nutze ich sowas nicht. So, dann geht's jetzt ab in den Turm. Ne, entweder Instant, weil ich hier anspinne. Ich kann nicht noch mehr tragen. So. Werdet euch natürlich wundern, wieso man sich jetzt hier über ein Set halt freut, halt in Diablo 2 halt. Das liegt einfach daran halt, weil man halt die Setteile weitaus seltener sind als in Diablo 3, wo man die Dinger fast förmlich hinterhergeschmissen bekommt. So. Jetzt gucken wir halt wieder. Danke. Ach Mann, ey. Ja, diese scheiß Erkältung. So, die geht's jetzt mal runter. Ach Mann. Vier Etagen müssen wir runter. Die Frage ist natürlich immer wieder, wo
Nehmt mal den kürzesten und schnellsten Weg. Okay, wir müssen in die Stadt. Wir sind zu voll. So, Deckard. Identifizier mal für mich. Danke. Eins bis sechs. Der kann. Mal gucken. 7,21 schauen. Danke. 6,18 Dreck. Danke. Na, du kannst dir weg. Der Orden heißt euch willkommen. Ja, bringt nichts. Ist zwar eine gelbe Batika, aber halt, Leute, bringt doch nicht, die aufzuheben bei plus 1 Minimum Schaden. Angriffswert, ja. Nee, bringt nichts. So, was haben wir als Amulett? Oh, langweilig. Und was haben wir hier? Clayclaws Kralle. Kleiner Schild. Ja. Wenn ich mal Paladin spielen würde, halt, oder Barb, interessant, werde ich natürlich mal behalten. So. Edelsteine. Ja, auch hier muss man aufpassen, halt, bei der Truhe. Wie man sieht, man hat einmal persönlich und dann drei geteilte. Persönlich heißt wirklich, weil das sollte nur für diesen Account geeignet sein. Das Beispiel hat Wirts Bein halt oder der Howard Riemenwürfel halt, der passt wirklich nur halt in persönlich rein. Und dann geteilt kannst du wirklich mit deinen ganzen Charakteren halt da die Teile halt umtauschen halt. So, dann geht der hier auch hin. Also langsam kann ich mich mit diesen Diamanten ja totwerfen halt. Also, dass wir den richtigen Weg hinterlaufen. Ja, ich sehe wieder nur Bahnhof hier. War ja natürlich klar.
verkehrte Richtung laufe. Ich bin überladen. Schon wieder voll. Ja, das ist das leidige Problem halt hier an dem Spiel, dass man sehr schnell voll wird halt. Das ist nervend auf Deutsch gesagt, aber das, da wird so leider keine Änderung geben. So. Hier kommt jetzt die Gräfin dran. Wenn man Goldprobleme haben sollte am Anfang, immer wieder halt, sobald man halt natürlich halt hier die Gräfin freigeschaltet hat, halt den Turm hier, Spiel beenden, neu starten und dann immer wieder so einen Gräfenrand machen. Dann kann man hier gut halt Gold farmen halt. Ist zwar nicht viel halt, aber wieder für den Anfang halt auf alle Fälle perfekt. Das, was man natürlich halt an Items hier bekommt, halt, kann man ja verkaufen, wenn man es nicht braucht. Halt. Und dann kommt man auch schon, wenn man hier guckt, ja, 6000 Gold schon. Also wenn man überlegt hätte, für Diablo 3 Verhältnisse sind, ist es Pillepalle natürlich. Aber wie gesagt, wir spielen kein Diablo 3, wir spielen Diablo 2 halt. Und da gibt es jetzt andere Verhältnisse. Gehe ich die Gräfin also nicht, dann muss ich wohl in andere Richtung. Wie gesagt, diese Kiste öffnet sich nur einmal pro Schwierigkeitsgrad. Das heißt, auf normal einmal, halt auf Hölle denn und dann halt auf Albtraum natürlich. Oh, okay. Dein Karton ist zu glatt. Der darf einmal und höchstens hier noch einmal. Das rutscht über die Bänder von der Post. Wie darf das? Du hast zu viel glattet Klebeband darauf immer. Das darf nur einmal zugeklebt werden. Sonst rutscht das über die Bänder. Und geht verloren. Was soll der Scheiß? Das habe ich immer so gehabt. Okay, ich muss mal kurz halt ein Paket abändern halt. Wir hören uns nochmal. Bye, bye.